ESTB-Unternehmer in 180 Sekunden erklärt. Punkt Nummer 1. Wer ist der ESTB? Was zeichnet ihn aus? ESTBs sind absolute Macher. Sie lieben es, einfach zu starten. Und wenn man zu ihnen sagt, du brauchst einen Plan, dann ist er schon gar nicht mehr da, dass er zuhört, weil er schon im Turn ist. Also auf gut Deutsch, ESTBs, Unternehmer, sind die Typen, die anrennen und die Klippe oben springen, weil sie wissen, dass sie am Weg nach unten sowieso einen Weg finden. Also sie lernen, während sie tun, und sie sind da einfach wirklich absolute Profis. Egal worum es geht, wenn er einmal weiß, was zum Tun ist, dann tu das einfach und es wird sich schon irgendwie ein Resultat daraus ergeben. Unternehmer lieben den Umgang mit Menschen, sie brauchen das auch. Sie wollen einfach auch gerne ein bisschen zeigen, wer da der Boss ist, wer da das Sagen hat. Und deswegen, wenn es um Gruppen geht, da sind sie oft gerne im Mittelpunkt. Wenn man jetzt wirklich 10 Leute zum Beispiel hat und jemand redet die ganze Zeit, ist sehr dominant, unterhaltend aber auch und sehr charmant, witzig und jeder hört ihm zu, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich wirklich um einen ESTB handelt. Sie sind auch zudem auf das, was ihnen wichtig ist, dann sehr fokussiert. Ihnen entgeht zum Beispiel in der Umgebung gar nichts. Wenn irgendwas am Verhalten einmal nicht passt oder wenn irgendwas anders als sonst ist, fällt das ESTB sofort auf und sie werden auch durch ihre Direktheit und Ehrlichkeit Dinge immer ansprechen. Wenn man es jetzt zum Beispiel nämlich um einen Rat fragt, dann wird er jetzt nicht unbedingt sehr feinfühlig immer agieren, sondern er wird einfach sagen, was Sache ist. Und es ist immer komplett egal, wie das dann schlussendlich ankommt, weil wenn man ESTBs um Rat fragt, dann sagen sie ja, wie es ist. Typische Eigenschaften sind, sie leben schnell mit einem gewissen Flair und einer gewissen Dramatik. Sie haben eine gute Menschenkenntnis, jedoch vermitteln sie diese oft sehr unsensibel. Sie lieben Aufmerksamkeit und wenn sie der Mittelpunkt in der Menge sind. Sie leben jetzt im Moment und möchten genauso auch ihre Resultate sehen, also jetzt. Und sie fühlt sich auch angezogen von Abenteuer und Risiko. Ihre Stärken, sie sind sehr gesellig, charismatisch, zudem auch sehr ehrlich und sie haben vor allem auch sehr viel Mut und schauen wirklich Herausforderungen auch gerne ins Gesicht und gehen auch dann den ersten Schritt darauf zu. Ihre Schwächen sind Ungeduld, Unsensibilität, sie sind unstrukturiert, missen oft das große Bild, um das es eigentlich geht und sie agieren oft auch trotzig. Häufigkeit in der Bevölkerung 4,3%. Bekannte Persönlichkeiten sind Jordan Belfort, Donald Trump, Madonna sowie auch Samuel L. Jackson. Und ein bekanntes Zitat, das so richtig typisch für Unternehmer ist, ist Just do it.